Hallo, liebe Hobbits, Menschen, Elben und Zwerge, zur nächsten Folge von Der Herr der Ringe Online, Folge 10. Eine kleine Jubiläumsfolge? Naja, auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Und zwar sind wir jetzt auf dem Weg. Wir haben ja noch zwei Aufgaben, die müssen wir noch lösen. Und zwar wollen wir mit Edelina Stolzfuß sprechen. Das ist quasi die Köchin hier, sozusagen. Kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? So, und zwar müssen wir Keilerrippchen besorgen. Jawohl. So, Rollo Boffin ist in Waldhofen. Da komme ich jetzt erstmal nicht hin. Das heißt, wir haben nur noch eine Aufgabe im Moment. Hier zu erledigen. Beziehungsweise gucken wir doch glatt mal eben ganz kurz. Weil eigentlich hat der da oben doch auch eine Aufgabe vor uns. Warum hat der die denn jetzt gerade nur nicht? Seltsam. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Na gut, dann ist das halt so. Dann killen wir jetzt erstmal die Rippchen. Die Keiler für die Rippchen. Vorne steht schon das erste Gegner. Viech. So. Bam. Hinterrücks eiskalt abgestochen. Das Schwein. So. Da vorne steht schon das nächste parat. Ah, mir fällt gerade ein, wir müssen noch einen Punkt vergeben. Müssen wir gleich noch machen. Rippchen Nummer 2. Da vorne steht Rippchen Nummer 3. Hoffe ich doch. Flupp. Jawohl. So. Dann einmal zurück. Die war da oben. So. So. Was für ein Vorschlag. Dann sollen wir Tag. Dem Herrn da drinnen das jetzt eben bringen. Vorher aber doch. Werden wir ein paar Punkte verteilen. Zumindest einen erstmal. Und zwar gehen wir hier noch weiter auf Schleichen. Nein, wir nehmen den Multiplikator. So. Und weiter geht's. Weil wir dann doch lieber mehr Schaden aus dem Schleichen heraus machen, als wir erstmal das Schleichen nach oben spielen. So, Meister, komm mal her hier. Es ist schrecklich. Einfach schrecklich. Genau, es ist schrecklich. Einfach schrecklich. Auch wenn es euch sicher lästig ist, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Sprecht mit Wächter Brombart Fuchsschwanz. Der gute Herr befindet sich am Matomhaus in Michelbingen. Ja, na super. Wer hätte das gedacht? Dann mal los. Auf nach Michelbingen.
Kupfer nehmen wir alles mit. Ja. So. Hier drüben vielleicht noch ein bisschen Kupfer. Ja, da hinten steht noch mehr. Oh, sogar eine reichhaltige Ader. Sehr schön. Das heißt, da ist mehr drin. Gucken wir mal in den Chat. Ja, 5 Brocken. Sehr schön. Wir waren Waffenschmied. Genau. Ah, ja. Da werden wir uns jetzt auch gleich mal noch eben 2 Dolche herstellen. Die sind dann besser für uns. Habe ich. Oh, da ist noch mehr Kupfer. Ja, weil ich bin so ein kleiner berufsgeiler Hobbit. Also, wenn mal irgendwas findet, mitnehmen. Wir brauchen es. Weil wir brauchen ungemein viel an dem Zeug. Von dem Zeug. Also nicht nur von Kupfer, sondern auch später dann vom Hügelgräbereisen bis hin zu hochwertiges Eisen. Über Zwergeneisen. Oh, und wir haben ein Level-Up. Und eine neue Attacke haben wir gekriegt. Möglichkeiten ausnutzen. Betäubt einen Gegner, um eure Gefährtengruppe ein Gefährtenmanöver zu ermöglichen. Ja, wird später sehr, sehr wichtig sein. Für die Instanzen, die wir noch vorhaben. Das wird witzig. So, ich glaube, wir machen jetzt uns... Wir geben jetzt erstmal... da die Quest ab und gehen... Ne, wir reiten jetzt erstmal hierher und machen uns die 2 Dolche. So, und da sind wir auch schon. Flop. So, und zwar sind wir hier auch gleichzeitig Schürfer und haben ja in einer Folge gelernt, dass wir ein wenig was davon schürfen müssen. Ja. Die Nili geht jetzt auf Arbeit. So. Und zwar müssen wir jetzt erstmal Kupferbarren herstellen. Und aus den Kupferbarren stellen wir dann mit Hilfe von Zinnbarren Bronzebarren. Na? Haben wir ja alle schon gelernt. Wollten wir uns noch anziehen. So, sollte erstmal reichen. Dann holen wir uns noch ein paar Zinnbarren. Die kriegen wir immer bei der Handelsfrau oder bei dem Handelsmann, je nachdem, was gerade da steht. Na? Was ist denn jetzt los? Hallo? Ah. Hallo. Jetzt hatten wir erstmal ein Mega-Lag, sorry. So, wir haben, wie viel Zinnbarren? 10. So, dann drücken wir einmal Alt. Drücken die rechte Maustaste. Ne, die linke. Oder doch? Hallo? Ah, genau, Doppelklick mit links. Kaufen uns 10 Zinnbarren ein. Flupp. Und machen eben fix aus den Zinnbarren 10 Bronzebarren. Oder wie viel brauchen wir für die? 2, 4. Okay. Dann reicht das erstmal und dann stellen wir noch 2 Bronzebarren her. 2 Bronzedolche her für uns. Wow. Geben uns 8 Moral Höchstwert. Das heißt, wir kriegen 16 Moralpunkte dazu. Das ist schon mal richtig geil. So. Schnieke.
So. Ja, möchten wir ausrüsten. Und das möchten wir auch ausrüsten. Jawohl, jawohl. Auf geht's. Dann sprechen wir einmal mit dem Bombard. Vorher erstmal noch ein bisschen was. Ein bisschen was sneaken. Sneaken. Ja, und jetzt geht's weiter. Ja, seht ihr schon, jetzt sind wir bei 684 Moral. Das ist schon echt viel. Ach so, weil wir noch was laufen haben, sehe ich gerade. Nicht schlecht. Wie ist das Wertebefinden? Ihr da, dürfte ich der Gründungserlass. Okay, findet die Metelbühne in Wasserau. Alles klar, das heißt, wir reiten von hier aus jetzt wieder nach Hobbing. Gehen nach Wasserau. Auf die Bühne. Feuern ein Feuerwerk ab. Dafür wird es ja gerade so passend leicht diesig dunkel. Wie ist das Wertebefinden? Auf nach Hobbing. Mein Befinden ist im Übrigen sehr gut. Vielen Dank. Für die Nachfrage. So. Wir hatten ja Level 12 erreicht. Genau. Dann gucken wir uns doch mal in der Zeit an, was wir noch so kriegen, wenn wir so fertig sind. So. Wir kriegen noch den Betäubungsstaub. Mhm. Feinde im berittenen Kampf. Betäubung wird durch eine Schwächung der Reitgeschwindigkeit. Okay. Das kenne ich noch nicht. Das müsste neu sein, glaube ich, irgendwie. Ich weiß nicht, zumindest. Ja, ich habe den Schurken ewig nicht gespielt. Ich habe zwar einen auf 52 oder sowas. 72, aber da bin ich raus. Angriff aus dem Schatten. Plus 1% Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer durch Fertigkeiten, die durch Schleichen verbessert werden. Oh, das ist toll für unseren Multiplikator. Das heißt, dann wird die Wahrscheinlichkeit heraufgesetzt. Geschickter Schlag. Plus 1% Chance auf kritischen Treffer im Nahkampf. Ja, das ist super. Zielen. Zielen ist wichtig. Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Da hauen wir dann richtig Schaden raus. Zusammen mit dem hier tut das dann richtig weh. Da freue ich mich schon drauf. Alter Schwede, was hauen wir dann später für Schaden raus? Wenn wir direkt richtig geskillt sind und so weiter, ist das alles kein Ding. So. Komm, Kaninchen-Ragu. Wir reiten weiter nach Wasserau. Deshalb auch einmal quer übers Feld, weil die Bühne ist nämlich da oben. Da hinten sieht man es schon. Hier ist der Aufgang. Und dann machen wir mal eine Feuerwerk. Auf geht's. Yay. Party. Yeah. Party. So. Dann einmal aufs Pferd. Und dann zurückgeritten. Damit hätten wir es dann auch schon fast geschafft. Wirklich viel müssen wir dann hier fast nicht mehr machen. Allerdings habe ich jetzt natürlich den Grund gefunden, warum der Typ hier oben noch nicht mit uns gesprochen hat. Der da. Dafür hat uns diese Aufgabe hier gefehlt. Der Gründungserlass. Den müssen wir gleich noch nachholen, alles schön. Nach und nach. Und dann sind wir eigentlich so gut wie fertig. Ah. Zumindest was Buckelstadt angeht. Danach ist der nächste halt Hobbing.
Zwergsbau, genau. So. Oh, weh mir! Darf ich euch einen Stellt euch dem Zeit Geist geben? Des alten Tux. Alles klar. Huch, jetzt habe ich die Tür vom Kopf gekriegt. So. Donna Mira. Hallöchen, Popöchen. So, wir müssen hier an dem kleinen Bücherregal ein bisschen wackeln. Und da kommt der alte Geist. Guckt euch das an. Ein Eichhörnchen. Oh. Wo läufst du denn hin? Komm zurück. Guck mal, Kaninchen-Ragout tut ja auch nichts. So, und damit hätten wir auch diese Aufgabe erledigt. Ihr habt es geschafft. Das Eichhörnchen des Adelards aus Adelards Bibliothek zu vertreiben, genau. Haben wir geschafft. So. Es ist schrecklich. Einfach schrecklich. Ja, jetzt kriegen wir da natürlich ein Dolch als Belohnung. Ist mir jetzt egal, wir nehmen den Ohrring. Weil der Ohrring bringt uns ein bisschen was. Und zwar noch mehr Moral. So, dann sprechen wir jetzt einmal mit Belko Dachsbau. Und dann würde ich sagen, was das auch schon, dadurch, dass die letzte Folge so lang geworden ist, machen wir hier jetzt dann gleich den Cut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Wenn es heißt, der Herr der Ringe Online, ein schockisches Let's Play. So, da haben wir es doch schon. Hallo Belko. Was für ein furchtbarer Tag. Dann nehmen wir Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Und das war's dann auch schon. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wie gesagt. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Steinchen. Haut rein.